Minefield war Fallout 3, ne? Ich glaube, es war Fallout 3. Minefield ist. So, ich versuche die jetzt zu entschärfen. Zu meiner Verteidigung, Georg, und hier die Leute, die zuschauen, das ist der, manchmal reagiert der nicht richtig, weißt du? Das ist diese Funktastatur, weil der Rechner da hinten sitzt. Ja, das ist gut möglich. Ich habe manchmal so ein, ich habe nicht kein Feingefühl hier, will ich damit sagen. Das stimmt wirklich, also. Ich lade das jetzt. F5 war schnell speichern, dann ist schnell laden F6. F9, glaube ich. Jo. So. Das ist wirklich ein bisschen hakelig, das müsst ihr mir verzeihen. So, der ist wahrscheinlich, oh, der ist sehr leicht, den kann ich öffnen. Ein Granatengewehr. Ja, noch haben wir ja. Aber die sind halt meistens in einem total schlechten Zustand, die Dinger. Und naja, die sind auch nicht immer so praktisch. Also die ganzen Explosivsachen in Fallout sind eigentlich grottenschlecht und unbrauchbar. Ja, habe ich auch nie benutzt. So, hier scheint keine Falle mehr da zu sein. Sherry Bomb, was war das denn nochmal? Das war doch irgendwas zu essen, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, du hast auch falsche, also ich glaube, das sind falsche Symbole, Pip-Boy-Symbole da für die Cherry Bomb. Hm. Ich nehme es mal mit, weil irgendwas klingelt da bei mir. Ich glaube auch, man konnte damit irgendwas bauen, aber ich weiß nicht mehr was. Irgendwas, was ich nie gebaut habe, offensichtlich. Ja. Toll. Auf jeden Fall sammelst du eine Menge Erfahrung. Leerer Schreibtisch verschlossen. Ja, aber plus 20 XP, das ist zu verschmerzen. Hier ist auch nichts drin. Sollen wir mal eine Runde? Kannst du machen. Kannst wieder heilen. Kostenlos HP. 5 Stunden. Ich glaube nicht, dass das reicht. Aber bei 6, ne? 5. Nee, du bist doch voll. Ja. Wie viele Stunden? Ich dachte mal, man muss 8 oder 10 oder so schlafen. Wie haben die das gepatcht? Okay, hier war also keine Bombe mehr. Das Ohr haben wir auch. Die haben sowieso nichts, außer ein bisschen Gift. Dann haben wir dieses Haus doch hier abgehakt. Mhm. Also wir können gerne noch ein anderes Haus gehen. Ich habe die, ich habe die auch schon, also wenn man jetzt in, für sich in Ruhe sowieso 100 Stunden investieren will, dann klappert man das natürlich ab. Und ich denke mir vielleicht, du kannst auch direkt nach Novak weitergehen. In Novak kriegen wir zumindest ein bisschen Story mit. Ein paar Quests. Deswegen, also, ich guck nochmal dann hier eben schnell nochmal rein. Scheint auch nicht ganz so feindlich zu sein. Ja, da würde ich auch die Waffe nicht ziehen und mich nicht verstecken, weil man muss sich jetzt nicht unnötig langsam machen in einem normalen Wohnhaus. Also Waffe wieder einstecken, vor allen Dingen. Das geht nochmal auf, lange auf R drücken. Okay. In Fallout 4 wird die 10mm Pistole, die wir gerade halten, anders aussehen. Elektroschrott, da. Das ist doch. Und Wunderkleber können wir auch mitnehmen. Ja, den habe ich schon. Brauchen wir für die Waffenreparaturkits. Den Wonderglue, ne? Mhm. Okay. Oh, das sieht gut aus. Atomcocktail und Bier und Wein. Das braucht eigentlich alles kein Mensch. Ich glaube, ich habe das Zeug nie benutzt. Nee, ich dachte. Nee. Ich auch nicht. Also was mir bei Fallout immer auf den Nerv ging, waren diese bescheuerten Abhängigkeitsmechaniken. Mhm. Dass du halt ständig nach irgendwie, du trinkst irgendwie 2 Bier und bist dann abhängig und hast Entzugserscheinungen. Ja, das, ach so, von Alkohol wurde ich noch nie abhängig in Fallout, nur von Drogen. Aber. Ja, von den Drogen halt auch sowieso. Ja, und aber bei Alkohol geht auch. Das ist ja dafür witzig. Bringen die so unglaublich wenig und das meiste davon, also bis auf die Drogen selber, hat dann noch irgendwie Gewicht, sodass du sowieso keinen Bock hast, es mitzuschleifen. Hast du die Abhängigkeit dann immer bescheuert. Oder kannst du dich irgendwie kurieren? Ja, es gibt also indem du dann komplett nüchtern. Du kannst es mit Fixer kurieren, aber eigentlich sollte es mit Fixer nur temporär sein. Und ansonsten glaube ich beim Arzt. Aber ich habe das Zeug nie benutzt. Weil mir das, es war einfach, diese ganzen Dinge, die du trinken kannst, haben alle ein Gewicht. Und es ist unglaublich nervig, das mitzuschleppen, weil es dich einfach vollmüllt. Ja. Und der Bonus, den du davon bekommst, ist halt fast immer total genau, unwichtig. Genau, du hast recht. Ich habe der Bonus ist so gering, dass ich das auch immer ignoriert habe. Irgendwie erinnere ich mich hier gerade an diese Stelle. Ich habe das ja erst einmal gespielt.
Irgendwas kommt hier doch am Ende. Also in diesen Canyon erinnere ich mich, ja. Erstmal gucken, was hier in dem LKW drin ist. Ein Toaster. Hydra ist ganz wichtig. Hydra ist doch irgendwas gewesen, wenn man irgendwas noch süchtig ist, oder? Nee, Hydra kann kaputte Gliedmaßen wiederherstellen. Ach ja, stimmt. Das ist fies. Okay. Oh, ich habe sie noch gehört. Ah. Guck mal, siehst du da? Ob ich was sehe? Da oben. Ja, nicht nur da oben, es sind insgesamt 4 Leute. Ja, und auf der rechten Seite auch noch, ne? Okay, das ist eine Falle. Richtig. Und wir haben hier gerade... Ein Hinterhalt, den du ein Hinterhalt, hast. Genau. Der hat auf jeden Fall eine 9mm. Der ist auf jeden Fall tot. Nimm die Maschinenpistole mit. Alten Teil kannst du auch mitnehmen. Böse Korken, Stimpak. Ich dachte, die heißen Kronkorken. Naja. Stimpak, Hülse. Alles klar. Speichern nicht vergessen. Okay, war das nur einer da oben und die anderen sind da alle da hinten? Schade, dass wir jetzt kein Zielfernrohr haben. Da sind sie. Oh. Da ist auch noch einer. Also wenn du Pech hast, hat einer von denen einen Granatwerfer. Mhm. Na gut, dass ich gespeichert habe. Ich versuche es jetzt erstmal so. Ich bin auch nur noch bei der Hälfte meiner Energie. Immer die V-Taste im Auge behalten. Zack. Na, wie geht's nach oben? Es gibt so ein paar Viecher, die eine total bescheuerte Hitbox haben. Waren das 3 Frauen mit derselben Frisur? Ist mir so in den... Ah, alles kein Thema bis jetzt. Okay, pass auf, ich heile mich mal eben. Ach, wie aufregend. Bier nicht, nee, sondern... Stimpak. Aber das würde ich nicht machen. Ich hätte Coda oder Sunset Surf Thriller genommen. Das recht. Ja. Das müsste reichen, oder? Du müsstest jetzt eigentlich auf 238 kommen von 255. Einer lebt aber, glaube ich, noch. Ja, das sind noch ein paar. Aber loote die erstmal und lad nach. Okay. Den hatte ich schon. 10 mm ist gut. Kannst Buttermesser, Hülse, Korken. Ja, da kann ich schön mit reparieren auch, ne? Das brauchen wir nicht. Oh. Thomas ruft an. Okay. Hallo Thomas. Ich soll zur Regie gehen und in XSplit eine Einstellung ändern, weil wir Interlaced-Streifen haben. Streifen, habe ich Streifen gesagt? Streifen. Ja, kann ich machen. So, nachladen hat Georg gesagt. Mache ich auch. Und Black Magic. Sehe ich nicht, aber... Dann müsste da ja noch einer sein. Ich sehe hier nichts. Ich kann gerade nicht, da. Wir sind im Stream. Bis dann. Ja. So. Scheint ja hier auch doch keiner mehr zu sein. Alles klar, dann können wir auch wieder aufstehen und weiter. Nein. Also wo soll das sein? Unter Cam oder was? Ah, hier, Force, kann läuft Force man schneller. Interlace kann ich machen, ja. Ich hoffe, ich habe es jetzt alle gefunden. Ich. Okay, gut.
Ich finde das cool, dass unsere Default-Einstellung immer ist, ohne Ton und mit scheiß Bild. Finde ich gut. Sollten wir mal speichern so. Tschüss, Thomas. Tschüss. Warum machen wir sowas? Ja, also ich habe die jetzt alle gelootet. Das ist gut. Und bin jetzt auch schon hochgegangen, das waren sie alle. Da hinten läuft einer und da ist auch noch so ein Wasserturm. Die Frage ist, ob sich. Wo bist du denn? Ich bin den Berg hochgelaufen, hier kommen wir her, von dem Weg einfach. Bin nur so gefühlt 20 Meter weiter, also nicht da, unten ist noch. Da ist auch irgendwas jetzt, der war vorher nicht da. Ein Hund. Okay. Georg, der wird nicht rot, der tut mir nichts, den lasse ich auch in Ruhe. Wir hätten für dich gar keinen Psychopathen machen sollen, wir hätten für dich so ein Mädchen mit Zöpfen machen sollen. Okay, ich bringe ihn um. Ist ja nur ein Spiel. Ich bin mir, warte mal. A, bin ich mir nicht sicher, warum der neutral ist für dich. Und B, bin ich mir nicht sicher, ob du jetzt Ärger mit der Legion, bekommst, wenn du Legionseinheit. Das werden wir noch herausfinden. Nachladen, Waffe einstecken. Ja. Alles klar. In welche Richtung läufst du denn? Du musst nach Novak, ne? Hier. Genau, da. So, okay. Aber hier ist ja noch ein Typ rumgelaufen und ein Wasserturm. Und was da ist ein Wasserturm rumgelaufen. Und da hinten ist ein Gebäude. Die Frage ist, ob wir jetzt dahin wollen. Da ist auch ein Feind hier in der Nähe. Den nehmen wir doch mal mit. Ja, das ist ja immer so ein grundlegendes ja. Thema bei Fallout. Ich habe meinen Map-Marker, der zeigt mir das, aber auf dem Weg dahin finde ich irgendwas anderes. Will ich vom Weg abweichen oder nicht? Ja, der läuft weg. Ne? Die wollen mich entweder wieder in eine Falle locken. Ja, klar. Na. Das dauert jetzt, glaube ich, nur. Aber manchmal ist es auch verbuggt. Manchmal dauert es nur, bis du die Prozentzahlen aufpoppen siehst. Und manchmal ist es, ja, es hat nur gedauert. Probleme hatte ich auf der Konsole, meine ich nicht. Sehr wahrscheinlich hattest du die auch auf der Konsole. Vor allen Dingen wirst du noch viel schlimmere Probleme auf der Konsole gehabt haben. Nämlich Bugs, die sich mit keiner Art von Patch lösen lassen. Oh, es wird doch ein bisschen kritisch hier gerade. Aber die haben alle 10mm Pistolen, was bedeutet, sie haben 10mm Patronen dabei, was gut ist. Und weitere 10mm Pistolen, mit denen du deine Waffe reparieren kannst. Na, 13%. Ich muss mich heilen. Nuka Cola, 3 Stück. Das ist zu viel. Mach, lass so. Scheiße. Hast du es gesehen? Das war verdammt knapp gerade. Darf ich dich daran erinnern, dass ja. du eben verkündet hast, wie einfach das Spiel ist? Ja, es zieht gerade an. Das stimmt, du hast recht. Es macht Spaß. So macht's viel mehr. Guck mal, ich wäre fast raufgegangen. Und ich habe nur noch auf die Maus geklickt, weil ich dachte, es wäre eh schon vorbei. Und habe den noch erwischt. Aber da ist doch noch einer, oder? Ich sehe zumindest im Moment keinen auf deinem Radar. Aber das kann auch daran liegen, dass deine Perception nicht weit genug ist. Und KPT, ich weiß nicht genau, wofür KPT steht. Mhm. Das wofür war jetzt steht KPT? Eben kaputt? Verkrüppelt. Verkrüppelt. KPT ist krüppelt. Ja. Okay. Habe ich die doch erwischt? Doch, da ist er. Ja, die war das. Klebeband auf jeden Fall auch mitnehmen. Okay. Nee, das war. Oh, du hast eine Menge Patronen, das ist gut. Wetzstein. Ich bin den kein, brauchst du nicht. Nee, ich bin kein Nachbar. Also glaube ich zumindest. Ich wüsste jetzt keinen. Die Metallrüstung ist gar nicht mal so schlecht, oder? Die ist aber auch gar nicht mal so gut. Die zieht dir Beweglichkeit ab, ist richtig, richtig schwer und hat auch nur 11 Rüstungsschutz. Okay, dann. Red X, das war's. Okay, die kommen ja daher, vielleicht haben die ja da irgendwas, ein Lagerfeuer oder so.
Sieht so aus, ne, da unter dem Hand. Ja. Na, haben die ein cooles 3. Dynamit, eine Haarklammer und eine Splittermine. Und eine Eieruhr. Falls du mal eine Zeitbombe bauen möchtest. Okay, ich nehme eine Eieruhr mit, dann haben wir das Eieruhr-Thema. Brauchen wir das und dann brauchen wir uns darüber schon keine Gedanken. Ich glaube, ich habe noch nie eine Zeitbombe gebaut. Ich glaube, dafür brauchst du auch relativ viel Sprengstoff-Skill, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Guck mal, das ist doch ganz gut hier eigentlich. Ne? Die ist ja auch frisch, die Kugelkaktusfrucht. Und die macht zwar minus einen Ausdauer, aber bringt uns ja Trefferpunkte mit. Das heißt, die kann man irgendwann mal essen, wenn man irgendwo eh keine Ausdauer gerade braucht. Und ich nehme die einfach mal mit. Frischer Mais, was macht der? Der macht auch nur Trefferpunkte, oder? Ich würde, wenn ich nicht HC spiele, würde ich halt den ganzen Essenskram nicht mitnehmen, weil das viel zu viel wiegt für den geringen Heilungsnutzen, den es hat. Warte, ich habe gerade eine interessante Frage gelesen. Ahoi, hätte mal eine Frage. Ich habe noch nie Fallout gespielt und sehe Lennart dauernd mit diesem Zeitanhalten-Modus schießen. Ist das immer so, beziehungsweise kann man das immer machen? Man kann es machen, solange man auf der rechten Seite AP, Action Points, hat. Also man kann auch sonst den Modus aufrufen, man kann da nur nicht schießen, weil jeder Schuss halt eine unterschiedliche Menge, je nach Waffe, an Action Points braucht. Oder Aktionspunkten, denke ich mal, werden sie auf Deutsch heißen. Aber aufrufen kann man es grundsätzlich immer, nur nutzen kann man es nicht immer. Die Stimme passt überhaupt nicht. Und hallo. Die hat eine rote Nase. Ich glaube, die trinkt zu viel. Die ist Alkoholikerin. Du kannst deine Waffe mal reparieren. Die ist fast unter dem Wert, wo sie weniger Schaden macht. Und du hast genügend 10mm Pistolen, um deine Waffe zu holen. Jetzt hast du eine andere Waffe ausgerüstet. Das ist nicht deine Waffe, aber gut. Nein. Du hast... Nein. Okay. Das war auch nicht deine Waffe, die du jetzt repariert hast. Du hast eine verwitterte 10mm Pistole. Ach ja. Und die ist besser als die normale 10mm Pistole, was absurd ist, weil verwitterte 10mm... Nein, jetzt hast du die best, also die mit der meisten Haltbarkeit von den gerade reparierten 10mm Pistolen verwendet. Ja. Aber gut. Entschuldigung. Stimmt. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Alles gut. Pistole ist repariert, okay. Andere Pistolen sind auch repariert. Ja. Reparierte Pistole ist kaputt gemacht. Na, was ist das denn? Ich weiß nicht, was du da gerade machst. Ich wollte die noch, also reparieren. So. Soll ich die jetzt noch hier zusammen? Nein, nee, brauchst du nicht. Also wenn du mal irgendwann nah am Tragkraftlimit bist, dann macht es manchmal Sinn, die Sachen zu reparieren, damit die einfach weniger Platz in deinem Inventar wegnehmen. Klar. Ja. Aber ansonsten kannst du ja einfach unrepariert drin lassen und dann verkaufen, sobald du zu einem Händler kommst. Okay, ja, ich würde sagen, wir sind noch auf dem Weg zu Lipko oder wie es heißt. Ich dachte, okay, vielen Dank, das macht dann mehr Sinn. Es kam mir ein wenig overpowered vor und eher weniger wie ein Shooter. Das Spiel ist ja auch kein Shooter. Viech habe ich ja noch nie gesehen. Das sind die Nachtpirscher, von denen ich eben gesprochen habe, wo fast immer die Kopfschüsse fehlschlagen. Okay, rechte Maustaste tue ich mal weg und dann gehe ich mal auf den Rumpf. Ach, das ist ja fies. Auch die Rumpfschüsse schlagen häufig. Obwohl, naja, du hast nur... Boah, ich glaube, das war's. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn das? 95? Sind das die? Das ist der Schwanz, glaube ich. Nee, Beine. Beine rechts waren das. Okay, dann gehe ich mal auf die Beine, ne? Wenn die weit genug weg sind, kannst du den meisten auch auf den Kopf schießen. Das Problem ist nur, wenn die sind schnell. Und wenn die genau in dem Moment, wo du halt anfängst zu schießen, in deine Waffe reinrennen, schießt du halt oft durch den Kopf, ohne dass was passiert. Oh, verdammt. Oh ja, nee, jetzt auch noch verkrüppelt. Du hast Glück, dass der Rest gerade aus irgendeinem Grunde abhaut. die restlichen drei, die ich jetzt mit Sicherheit fertig gemacht hätte, sind einfach abgehauen. Ja. Du bist aber verkrüppelt und hast du noch... Oh, ich habe nur noch eine Arzttasche, weil ich die gerade schon benutzt habe. Du kannst auch Stimpaks benutzen. Wieso werden wir denn immer verkrüppelt? So oft wurde ich nie verkrüppelt. Weil du ständig getroffen wirst erstmal. Du solltest mal verhindern, dass du ständig getroffen wirst. Dass, wenn du nicht getroffen wirst, wirst du auch nicht verkrüppelt. Ja, klar, aber das ist doch... Wie? Ja, aber so... Also so das war nicht gut, was du gemacht hast.
das Stimpak jetzt zu benutzen, ohne damit deine Verwundung zu heilen. Die hauen tatsächlich ab. Einer ist aber noch da. Und der kommt jetzt, glaube ich, gleich wieder. Nee, kommt er nicht. Er haut ab. Und du hast Glück, dass das nur junge Nachtpirscher waren und keine Erwachsenen. Das sind ja fiese. Kann ich hier noch gar nicht lang? Bin ich zu underpowered? Du kannst da lang. Doch, doch. Wie viel haben die denn? Da sogar viel, lang. Haben die viel Erfahrungspunkte gebracht, die Viecher gerade? Ich habe nicht drauf geachtet. 10, 20 oder so? Also normal. Es gibt ein paar geile Mods, wo man mit Bullet Time statt dem aktuellen Wettsystem oder zusätzlich zum aktuellen Wettsystem spielen kann. Das macht richtig Spaß. Oh, sie kommen wieder. Nachladen. Gut. Ich muss gestehen, ich habe die auch noch nicht in so einer großen Menge da rumlaufen sehen. Geh mal in Deckung. Ich möchte mal wissen, ob du gerade auf... Okay, du bist auf Danger. Danger heißt, du bist in, also auf Gefahr heißt, du bist entdeckt worden schon und befindest dich gerade im Kampf mit Gegnern. Jetzt nicht mehr. Ja, das ist jetzt nur noch Vorsicht. Vorsicht heißt, die wissen im Moment nicht, wo du bist. Jetzt wissen sie wahrscheinlich... Wie viel waren es denn? Es waren noch zwei. Ich meine, damit komme ich klar. Meine Energie ist jetzt da. Guck mal, ich block den mal raus hier. Das... Also zwei geht ja. Das sind schon drei. Ja, aber die bringen 25. Oh, das ist ein Erwachsener. Die bringen 25 Experience Points, das ist schon mal ganz gut. Nicht viel, dafür, dass sie... Die Erwachsenen geben 50. Ja. Wir hatten da geschossen. Oh, da kommt die Prospektorin. Die wir gerade getroffen haben, die kommt mir zur Hilfe. Das ist cool, dann helfe ich dir jetzt auch, wenn die jetzt lospirscht. Die Frage ist nur, wo will die hin? Kann man mit Kimme und Korn zielen, wenn man ohne Assistent schießt? Kann man machen, ja. Dann kannst du dich ja nicht mehr so schnell rückwärts bewegen, wenn du gerade dich bewegst. Es waren insgesamt noch vier, als du sagst, da sind noch zwei. Ja. Gab auf jeden Fall, wenn du sie fertig hast, viele XP. Ja. Da in den Projektilen dieser 10mm Pistole steckt verdammt viel Energie, wenn ich die so fliegen sehe. Ja, okay. Dietrich, ne? Ich sag schon mal, 5 oder sogar 10? 5 also, auf jeden Fall, ne? Wenn, dann würde ich 15 reinsetzen, weil 15 heißt, mit einem Magazin kämst du auf 50. Okay. Ja, stimmt. Aber. Oder was brauchen wir denn sonst? Was haben wir noch? Sprache. Ich würde Sprache auf 50 bringen. Erstmal. Ja, okay, dann haben wir das schon mal abgehakt, ne? Und dann, Also der eine Punkt ist egal, wo du ihn reinpackst. Also von den Dingen, die wir sowieso erhöhen, meine ich. Okay. Gibt's noch was? Nee. So eine zweite. Mit 50 Sprache, würde ich sagen, kannst du 2/3 aller Quests in New Vegas, die Sprachchecks beinhalten, machen eher mehr, eher 3/4. Ja, ich habe auch immer auf Sprache. Es gibt halt das Gute ist halt, die hohen Sprachchecks kommen oft erst im ganz, ganz späten Late Game. Es gibt halt auch 100er Sprachchecks. Einer fällt mir ein, der ist aber ganz am Ende des Spiels. Hab das gar nicht. Ich laufe hier geduckt und mit Waffe. Du läufst nicht geduckt. Jetzt nicht mehr, aber ich habe gerade... Hattest du deine Waffe nicht repariert? Warum hat die immer nur 80%? Ich glaube, die ist wieder kaputt gegangen dadurch. Die ist ja auch verwittert. Vielleicht geht die einfach schneller kaputt. Weiß ich nicht. Ich glaube, die hat nicht weniger Haltbarkeit, aber keine Ahnung. Aber stimmt, du hast relativ viele Schüsse abgegeben. Du hast ja nur noch 16 Schuss plus die 12. Und du hattest eben über 100. Aber ist ja gut. Wir haben ja viel Erfahrung eingesteckt. Aber in Novak gibt es eine sehr gute Waffe. Die man klauen kann.
Ach, so eine Mole-Ratte. Oder auch Maulwurfsratte. Maulwurfsratte. Da ist noch eine. Kann man das auch mit Nahkampfwaffen spielen? Großartig, vermutlich Macheten oder ähnliches. Es gibt richtig viele und geile Nahkampfwaffen. Das einzige Problem ist, dass der Nahkampf selber halt meiner Meinung nach sehr, sehr hakelig und sehr, sehr schlecht gebalanced ist, verglichen mit Fernkampfwaffen. Genau. Also macht keinen Spaß. Das leichteste, wie du das Spiel spielen kannst, ist mit einem Scharfschützengewehr, schallgedämpften Scharfschützengewehr und Freihandschießen. Leichter geht's nicht. Das nächstleichte ist halt irgendwas anderes an Feuerwaffe und mit Vets. Und One-Shot. Zu den schwierigeren Sachen zählen Sprengstoffe und Nahkampfwaffen. Revolverheld. Ey, das war dreimal hier ein One-Shot. Ja. Die halten ja gar nichts aus. Du spielst auf normal und du hast eine sehr gute Waffe für den Anfang. Also die nächstbessere Waffe, glaube ich, die du so leicht findest, bei Pistolen zumindest, ist tatsächlich die Waffe, die du jetzt in Novak bei Cliff Briscoe bekommen kannst. That Gun. Hm. That Gun, okay. Die ist richtig, richtig gut. Psycho ist gut zu verkaufen, oder? Ja, wenn du Drogen verkaufen möchtest. Stimpak, das war's, ne? Was ist der Kreuzschlüssel? Ach, das ist eine Waffe, ne? Ein Tire Iron ist das, glaube ich, auf Deutsch. Auf Englisch, Entschuldigung. Tire Iron ist, glaube ich, das Symbol. Okay, da hinten sind auch nochmal so Räuber. Aber, Wo sind Räuber? Da ganz hinten, hinter diesem U-Bahn-Eingang oder Bahneingang oder was das ist. Da sind drei. Okay. Das sieht man schlecht auf dem Fernseher hier. Da ganz hinten. Ach so, ja, bei dir sieht man die tatsächlich besser. Ja. Ich habe mir schon gedacht, was hast du für ein Adlerauge? Ich sehe sie da hinten auf dem Monitor nicht so gut. Ich sehe es da auch nicht. Nee. Sollen wir da hingehen, Stimme in meinem Kopf, oder sollen wir lieber der Hauptquest folgen? Such dir aus. Also ich unterstütze dich bei allem, was du tust, Sohn. Okay. Und wenn du dich entscheidest, im Nachthemd für andere Männer zu tanzen, ist das für mich auch völlig in Ordnung. Gute Idee. Dann nehmen wir die mal mit. Hier, was wäre das denn hier? Kennst du den? Also. Das dürfte so ein Bright-Anhänger? Lasergewehr. Hey. Wie heißen die im Englischen? Also nicht die Followers of the Apocalypse, aber ich glaube, es sind einfach nur Bright. Ach so, Bright Follower heißt der, glaube ich. Kann sein, weiß ich gerade nicht. Die haben auf jeden Fall diese Typen fast immer relativ gute Energiewaffen und Munition dabei. Ich bin jetzt schon entdeckt worden. Ah. Ja, du hast dich da auch semi. Oh. Ja, hier war's. Ist das gerade eine Maulwurfsratte? Oh, und jetzt kriege ich die Experience Points nicht von. Oh, wie gemein. Eine Maulwurfsratte, die sich komplett einen Masten hochgerannt ist und sich dann in den Tod gestürzt hat. Ja. Und wir haben noch nicht mal Punkte dafür bekommen. Okay. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich schaue mir das gerade noch mal hier kurz in der Wiederholung an. Okay. Ah, oh, das ist doof. Oh, da ist aber ganz schön was los. Ja. Wo rennen die denn hin? Oh, scheiße. Okay, einer nach dem anderen. Jeder kommt dran. Oh, nein. Also... Ja, muss mich eben mal konzentrieren. Kopf. Oh nein. Beklauen, wir könnten sie beklauen, lass es doch mal. Kannst versuchen. Ja, du kommst auch noch dran. Mann, ist das heute aufregend. Nachladen. Oh, du hast ja noch 11 Schuss.